So sehen Helden aus. Und zwar die Augsburger Lokalhelden. Unter diesem Namen betreibt Mona Ridder seit vergangenem Jahr einen Regionalladen im Bismarckviertel. Hier gibt es nur Lebensmittel direkt aus der Region. Und im dazugehörigen Lokal werden diese Produkte zu vegetarischen und veganen Speisen verarbeitet. Ein Konzept mit Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich Kernbestandteil unseres Konzepts, zu wirtschaften mit Produkten, die eigentlich keine Belastung darstellen für die Umwelt. Und auch im Gesamtkonzept tritt es nicht nur auch mit den Produkten, mit denen wir arbeiten, auf, sondern auch indem wir halt versuchen, energiesparend natürlich auch zu arbeiten. Für dieses Konzept wurden die Lokalhelden am Freitag mit dem Zukunftspreis der Stadt Augsburg geehrt. Insgesamt gab es dieses Jahr 28 Bewerber für den Zukunftspreis. In den Kategorien nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz wurden jeweils 3 Preise vergeben. Das Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro wird von der Stadtsparkasse Augsburg gestellt. Für die Lokalhelden kam der erste Preis dabei ganz unerwartet. Als vor allem der 3. und der 2. Platz aufgerufen wurde und man gehört hat, was die so für tolle Sachen machen, da hat man irgendwie dann minütlich gedacht, dass die Chancen doch eher gering sind, weil es so viele andere tolle Projekte gibt, die sich auch beworben haben mit irgendwie Unmengen an ehrenamtlicher Zeit und Engagement, die sie da reinstecken. Und als es dann doch wir waren, da waren wir dann völlig baff, aber haben uns natürlich auch mega gefreut. Eine bunte Vielfalt an unterschiedlichsten Projekten für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, das macht den Zukunftspreis auch aus. Diese Projekte sind wichtig für die Stadt Augsburg, für die nachhaltige Stadt Augsburg, weil sie einfach beispielgebend sind und weil wir damit zeigen können, was es für viele Ideen in dieser Stadt gibt, um die Stadt ökologisch, sozial und ökonomisch voranzubringen. Bei allen, die mitgemacht haben, ist also viel Engagement vorhanden für die Nachhaltigkeit in Augsburg.